Also es ist dann wirklich 12. Tropfen und 13. Tropfen. Stark. Kurze Pause. Ja, die merkst du, wir machen weiter. Hm? Wobei das vielleicht Folgenende sind, weil ich jetzt gesehen habe, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde 3 für einen 10. Tropfen gebraucht. Dann haben wir eine Stunde ungefähr für den 11. Tropfen gebraucht und jetzt dann einen 12. Tropfen. Mal schauen, wie lange der geht. Jetzt müssen wir hier die Suka retten. Kleidung haben wir noch. Punk Assemble. Okay, bestätigen. So haben wir alles. Typ 90 haben wir 12, 24, 56. Machen wir im Spiegel starten. Boah, der kostet 10.000. Nee, ihr könnt nicht. Den brauchen wir ja nur, wenn wir es richtig beschissen machen. 12. Tropfen ins Jenseits. Yuri geht das, was sie am See des Verstorbenen beobachtet hat, nicht aus dem Kopf. Sie sah Yusukas Schatten, wie er in einen dichten Nebelschleier verschwand. Sie erinnert sich an das große Tori am See, das den Eingang zum Schrein am Wasser bildet. Ist Yusuka etwa in diesem Schrein? Yuri weiß, dass sie einen Weg dorthin finden muss. Sie macht sich auf zum Schrein der Vergänglichkeit, um ihre Suche zu beginnen. Yusuka ist ganz sicher zum See am Gipfel des Ikami-Bergs gegangen. Ein großes Tori ist am Seeufer aussichtbar, dort muss etwas sein. Wenn Yusuka dort ist, könnte in ihrem Zimmer Hinweise sein, wieso sie sich dorthin begeben hat. Ich denke mal, bei ihr wird der letzte Boss auf jeden Fall dann die alte mit den... die vergammelte Alte, sagen wir mal so. Wir schauen erstmal bei den anderen zwei vorbei. Warum habe ich jetzt eigentlich die Kamera? Wer war denn das? Yusukas Tagebuch 4. Jeder hat Geheimnisse. Geheimnisse, die keinem anderen anvertraut werden können. Geheimnisse, die nicht mit anderen Menschen geteilt werden können. Wenn Menschen verschwinden, nehmen sie diese Geheimnisse mit sich mit. Vielleicht ist es die unerträgliche Last dieser Geheimnisse, die sie dazu bringt, unterzutauchen. Sie müssen ihre schwere Last allein entkommen wollen. Eines Tages mag Yuri auf meine Geheimnisse und Narben stoßen, doch dann sind wir vielleicht endlich dazu in der Lage, uns einander zu öffnen. Vielleicht kann ich mich an dem stellen und wieder ganz von neu anfangen. Schrein am Wasser. Mündliche Überlieferung beschreiben den Schrein am Wasser. So wird erwähnt, dass es sich dabei um die Quelle des Lebens und den Wohnsitz des Sonnengottes handelt. Auch sollen die Leute, die vom Berg gerufen werden, auf ihrem Weg zu den Göttern durch den Schrein kommen. So manch einer behauptet, dass einige Besucher ihren Gedanken und Seelen opfern, um sich von ihrem Leid zu befreien. Der Schrein wird in einigen Volksgeschichten erwähnt, jedoch konnte noch keine Spur des Gebäudes selbst gefunden werden. Es stellt sich noch immer die Frage, wo sich dieser Schrein befindet. Ob er wohl an einer Wasserquelle liegt, wie der Name vermuten lässt? Der See der Verstorbenen auf dem Gipfel wird stets mit einem Nebel umhüllt. Der Umriss eines Tores ist während der Dämmerung zu erkennen. Falls es sich dabei um den Schrein im Wasser handelt, ist davon auszugehen, dass nur bestimmte Personen die besondere Erlaubnis zuteil wurde, sich dem Ort per Boot zu nähern. Oh, warte, ich musste sogar rein. Kriege ich da irgendwas? Warum haben die eigentlich so viele Ballen Stoff überall rumgammeln? Miu ist nicht hier, sie ist wohl aufgewacht und irgendwo hingegangen. Ah, ich verwende meine 44er-Dinge. 14er. 44. 44er Magnum. Die Geister so, aha, die hat nur eine Kamera. Bang, Alter. Nix da. Die Magnum ist auch dabei. Die lässt sich jetzt aber nicht wieder irgendwo fangen, oder? Ah.
If you leave, you won't be coming back. You're still not sure, are you? You're wondering if you should go or if you should stay. Wir müssen, ist ja nicht so, als ob wir da bleiben könnten. Ahsoka ist am Schrein am Wasser am gegenüberliegenden Fluss des Sees. Ein Boot, ich kann damit den See überqueren. Kommt nicht wieder der dämliche Pennerpriester? Ne? Okay. Ich bin gespannt, ob mir die Alte wieder auf den Senkel geht. Schon in Vergänglichkeit, hier ist ein Boot. Ich habe ein kleines Boot gesehen, als ich Mio gefunden habe. Die Priesterin war auf dem Boot. Es muss dazu dienen, den anderen Schrein zu erreichen. Ja, ich weiß, wo der ist. Weißt du, wie lange ich durch dieses dämliche Dreckslabyrinth hier gelatscht bin? Das Schlimme ist, hier ist halt nicht nur ein Boot. War da schon immer so ein großer Ding in der Mitte? Ah, fuck you. Flame könnt ihr euch sonst wo hinstecken. Ah! Shit! Warum hat er mich jetzt noch erwischt? Der war doch schon dort gestanden und hat nichts mehr gemacht. Schön lächeln, Penner. Oh, der ist tot. Oh, der ist auch down. Alte Rituale werden bis zum heutigen Tag auf dem Mikami-Berg befolgt. Wenn die Soka im Schrein am Wasser ist, muss sie eine Stütze geworden sein. Wow, wie sie halt mal checken, was hier abgeht. Hingabe. Der Schrein der Vergänglichkeit beherbergt drei Stützen, die das reine Wasser des Berges beschützen. Eine für die Särge, eine für die verbotene Flamme, eine für das Wasser. Das Wasser fließt von der Flamme gereinigt durch den Schrein. Das Hineingelangen setzt die Erlaubnis von zwei Priesterinnen voraus. Mit beiden Schlüsseln wird der Segen der Priesterin auf dem Wasser verteilt. Ist das nicht so ein Spiegelstein? Also, er schaut nicht aus wie ein Spiegel, aber... Nein, warte, Start. Wahrscheinlich, wenn wir da oben rein müssen. Oder wir müssen mit dem Rennen noch irgendwas machen. Treppe zum Garten. Das wird dann. Ja, stimmt. Das war auch die erste Ding, was wir gehen konnten, ne? Mit der großen Frau noch gar nichts gemacht, ne? Die taucht immer bloß auf und glotzt einen blöd an. Vielleicht ist die auch nicht so mehr da. Braut auf dem Wasser. Im Boot ist etwas. Tagebuch mit Wassermuster. Ich wurde für die Rolle der großen Stütze auserkoren. Eine große Ehre wird mir zuteil. Ein Mädchen aus einem winzigen Dorf wird die große Stütze. Die anderen Priesterinnen weinten. Sie hörten nicht auf, so sah ich mich gezwungen, sie zu trösten.
Ich werde die große Stütze sein. Sie haben mir den Namen Kurosawa gegeben. Von jetzt an ist mein voller Name Osei Kurosawa. Kamelien-Schlüsselplatte. Osei Kurosawa. Ah, Tor im Wasser. Hinter dem Tor muss der Stein im Wasser sein. Ich bin mir sicher, dass der Schlüssel für das Tor irgendwo hier in diesem Gebäude ist. Ah, ich muss die Dinger finden. Warte mal, wo war jetzt das? Gleich da drüben, ne? Ja. Was sind die jetzt da oben? Was ist dahinter? Wahrscheinlich können wir in den Priester... In dem, da oben, wo wir nur hinein konnten, wahrscheinlich dann da das Ding öffnen. Da wird wahrscheinlich ein Schalter sein, was nicht. Tür ist nun offen. Ja, aber so kann man Türen auch verschließen mit so Platten. Wobei natürlich ein Schlüssel geiler ist, aber... Hä? Schatten im Gitter. Da kann er gerne auch bleiben. Ich merke schon, die Dinger bringen hier halt auch nichts, ne? Da hinten geht's eh nicht weiter, okay. Dort hängt was, sieht aus wie eine Person. Oh, hey, was geht? My boy. Ja, ich hab's gewusst, ich werd's einmal versauen. So, und jetzt stirb einfach, danke. Schlüsselbatterienmotiv. Na, das ist das, was dann oben. Da, da habe ich jetzt beide Schlüsselplatten. Ich kann den Gang durch das Gitterfenster sehen. Okay, da ist definitiv wer drin. Kurz mal checken, dass wir hier nicht durch können. Was soll das in mir? Ah. Priesterin, die ins Wasser starrt. Wir sind da, wo das Tor ist. Warte mal, wo war denn jetzt das? War das nicht den anderen Weg nach oben? Ich glaube schon, ne? Wäre es vielleicht gescheiter, wenn wir zurückgehen. Wir müssen mal aufpassen, ob uns die, dieser Puppenmacher, oder was weiß ich, was das für einer war, ob der uns nochmal begegnet. Weil das war jetzt das erste Mal, dass der sich so aufgelöst hat.
Okay, da ist er wieder. Oh, das ist gleich dahin. Stimmt, da ist die alte Nei. Alles mal in einer Kiste mit dunklem Wasser gefüllt ist. Es sieht aus, als wäre etwas in der Kiste. Sind es zufällig Menschen? Öffnen der Reliquare. Menschen ohne Macht gehören nicht in die Reliquare. Eine schwache Person würde die Schmerzen des schwarzen Wassers nicht ertragen können und frühzeitig das Jenseits betreten. Ein guter Tod wartet auf diese schattendurchdrängten Seelen nicht. Das ist gar keine Tür. Was ist mit der Tür? Wieso ist die Wand hier anders? Stört mich. Die würde ich jetzt gerne einreißen oder so. Der Brunnen. Und der Gegner, der wahrscheinlich gleich auftaucht. Und das ist wieder so ein... Hallo? Jetzt. Zero-Objektiv. Das ist Zero-Objektiv. Objektiv, das Zielobjekt mehr Schaden zufügt, je niedriger deine LP sind. Okay, ja, aber ich brauche die Dinger eigentlich nicht mehr. In so einer Leiche oder was auch immer im Brunnen hängt, zu erkennen. Vielleicht schaffe ich es irgendwie hier runter zu bekommen. Ob das dem gefällt? Der, wo jetzt da als Geist wahrscheinlich rumgammelt. Ah, shit. Die alte. Jetzt geh doch einfach drauf, Mann. Ich meine, sie ist schon tot, es ist mir schon klar, aber löst dich auf. Fuck.
Oh. Für die uns abgezogen hat, die Alte. Weißt du, wenn du nicht in so eine Kiste bist, dann geh doch nicht in die Kiste. Ja, aber ist immer noch krass, ne, wenn man überlegt, dass die halt denen ihre Arme und Beine und so gebrochen werden. Damit die halt in diese scheiß Kisten passen. Nein, Katze, tut mir leid, ich habe keine Zeit für dich jetzt hier. Das ist die Ghost Cat. Ist sie hier oder nicht? Wer weiß das schon? Jetzt bin ich gespannt, was da drin kommt. Reliquarenschlüssel. Ah, der ist im... Ja, ja, genau. Der ist da unten in dem Ding drin. Lässt der mich jetzt echt einfach so gehen? Das wirkt gerade wie eine Fleißaufgabe einfach. Wer war jetzt das da in dem Sack drin? Oder halt in dem Eikwickel? Hm. Kann es ja egal sein. Wie komm ich von da aus irgendwie da hin? Ja, ich würde den Weg da laufen, wo es durch das Ding da muss. Nee, 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 nee. Da laufen wir lieber wieder außen rum. Geht schneller und ist sicherer. Hä? Kirschblüten? Ach ja, jetzt weiß ich, wo ich da bin. Ich hab schon gewundert, hey, die Treppe hat doch keinen Knick gehabt. Ja, doch keinen Knick gehabt. Da ist das Ding. Genau. Ist ein bisschen viel Lauferei, vor allem, weil die halt so komisch laufen. Schauen wir mal, was in diesem Reliquar jetzt drin ist. Weil das schaut halt auch aus wie eine von diesen Boxen. Ne, da gehen wir jetzt nicht rein, da war das letzte Mal die alte. Deswegen Reliquar, da ist dahinter was eingesperrt gewesen. Die verbotene Vision. Die Macht der Vision entblößt die Gedanken und Geheimnisse anderer. Die Schwachen brauchen eine Berührung, den Starken reicht ein einziger Blick. Das Ergebnis ist in beiden Fällen gleich. Eine wahre Stärke des Jenseits. Das Eintauchen in das Wasser des Berges erlaubt dem Herzen zu zerschmelzen und eins mit dem Wasser zu werden. So wird die Person, die Visionen enthält, gestärkt. Auch die Nähe zum Tod stärkt sie, da mehr Gedanken und Geheimnisse einverleibt werden. Durch starke Gedanken werden auch Stützen stärker. Die Gedanken werden mit der Stütze im Reliquar eingeschlossen. Die Kiste zu öffnen und alle Gedanken freizulassen bringt großes Unheil mit sich und ist dementsprechend verboten. So, mal schauen, was jetzt da drin ist. Steht vor einer Kaunenstau, sie hat eine Schlüsselplatte. Mo
Mondschlüsselplatte, ja, aber. War da auch Altar des Sarges? Ja, doch noch mal was finden, oder? Das ist jetzt komisch. Ich dachte, da kriege ich jetzt irgendwas, wo ich dann oben hinkomme, aber das hat ja auch nicht gestimmt, ne? Komm schon, ernsthaft. Macht halt auch irgendwie nichts. Okay, jetzt muss sie was machen, weil sie aus der Wand muss. Mal sterben, Alter. Na also. Aber hätte es einem gesagt, wenn ich da hin musste? Hm. Falscher Knopf. Da links jetzt dann. Nein. Katze! Psst. Nein. Grrr. Hör mal mit dir. Die will sich immer auf meinen Schoß legen, aber wenn ich da jetzt gerade aufnehme, ist das immer ziemlich ungünstig, wenn du dich nicht bewegen kannst. Oder nicht wirklich bewegen kannst. Und jetzt würde ich gerne wissen, wo die wieder hin ist. Okay, das haben wir so geöffnet, also war da eigentlich auch nichts mehr, ne? Oh, cool. Das ist nicht bloß in Ruhe, du Schrein, Fuzzi. Das ist die Frage, wo müssen wir jetzt hin? Jetzt da rein? Oder mit dem Boot weiterfahren, weil ich da so eine Karte brauche?
mich da runter, ne? Da kann ich dann aber hier durchlatschen. Ja, machen wir halt mal schnell. Ist, glaube ich, ist schneller, als wenn wir außen rumlatschen. Achso, ja. Da geht's rechts dann zu einem anderen Ding mal hin. Hoffen wir mal, dass uns jetzt da die Priesterin nicht auf den Sack gehen. Okay. Es ist nicht die Priesterin, aber es ist ein anderer Typ, den wir keinen Bock haben. Alter, komm halt noch mehr, oder? Ah, fuck! Was mächtig ist, halt die Tür verschlossen. Scheiß, Alter. Ziemlich lusche ist das. Aber ich hab bisher nicht gewusst, dass sie die Türen so verschließen können, wenn sie auftauchen. Ich dachte, bei den meisten kannst du einfach abhauen. Oh, okay. Vielleicht brauche ich nur einen Schlüssel für oben? Ja, aber hättest du es mir nicht angezeigt? Fuck. Beide Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Ja, aber wo ist der zweite? Konnte man nicht weiter das letzte Mal. Ich glaube, das wurde von einer mächtigen Kraft versperrt. Ich würde es überlegen müssen. Ne? Der Sarg liegt auf dem Boden, der Sarg ist voller Wasser und ich kann etwas darin erkennen, dass wie ein Mensch aussieht. Warum sind denn die Särge voller Wasser? Naja gut, das heißt ja hier alles so schwarzes Wasser und zum Wasser zurückkehren und alles Mögliche. Genau dadurch jetzt halt. Da ist noch gar nicht so spät. Alter, ich wollte es gerade sagen, warum ist die scheiß Tür offen? Ich sehe schon, jetzt geht's definitiv dadurch. Die andere Seite vom Altar. Oder halt von der... Wirklich? Die Alte ist schon wieder da? Ach ne, das ist die andere Alte. Ja, fuck. Okay, ich bin total nass. Komm ich so durch, ich hab keinen Bock auf die Alte. Sehr gut.
Alter, ich gehe hier drauf. Wir hatten auch gedacht, dass die da immer mit durchgeht. Ja, ich weiß, Geist und so. Also merke, töte alle Geister. Oder banne alle Geister. Ist das nervig, Alter. Hey, warum? Ich hab's jetzt doch erwischt. Ja, die ist schneller wie ich. Ach komm, das ist doch scheiße. Boah, das ist doch Grütze, ist doch das. Nein, geh weg. Psst. Und du kannst ja dem scheiß Wasser halt nicht mal davonrennen. Ich hätte ja vielleicht die Dinger vielleicht benutzen sollen, ne? Betäuben oder was weiß ich, was alles gibt. Was? Doch nicht in der Höhle? Ja, ich werde dir verbunden, wenn du weggehst. Danke. Nein! Warte, lebt die alle noch? Oh, Gott sei Dank nicht. Puh. Ey, ich bin froh, dass ich das Kiste einfach zur Statue erscheine. Schlussbrett in meinem Notizbuch. Wassermuster 3. Durch die Ausbildung können Priesterinnen sich dem Tod nähern. Je näher sie dabei ihrem Tod kommen, umso größer wird der Teil, den sie von sich selbst verlieren. Jedoch müssen sie stark bleiben. Mit der Nähe des Todes kommt nämlich auch ein allumfassendes Wissen. So ist es uns möglich, Visionen der Gedanken anderer zu erhalten. Wir alle hinterlassen mächtige Echos unserer selbst. Und solange es dieses Echos gibt, bleibt die Seele in dieser Welt gefangen. Priesterin muss der Seele bei ihrem Übergang ins Jenseits helfen. Sie muss diese letzten Gedanken in sich aufnehmen, mit ihnen in Einklang stehen und sie akzeptieren. Das ist die wahre Aufgabe einer Priesterin. Kaune Status repräsentiert wohl die drei Priesterinnen. Ich habe jetzt den Mond und die Kirschfluchtplatte.
Ich weiß schon, wo ich hin kann. Und da ist wahrscheinlich dann das fürs Tor. Ernsthaft? Nochmal? Die will halt auch nicht draufgehen, ne? Hinterhältige Alte. Okay, das mal brauchen wir echt viel. Das erste Mal, dass wir richtig unter 20 gekommen sind. Kamera. Ah ja, ich habe den Schaden nie erhöht, ne? Sondern ich habe immer nur das Ding erst erhöht. Dass es schneller auflädt. Aber da bin ich mir gar nicht sicher, ob der Schaden nicht vielleicht doch gescheiter gewesen wäre. Das wenigstens. Jetzt wird es dann eigentlich vorbei sein, ne? Oder beziehungsweise Richtung Ende gehen. Genau da lang. Hoffen wir mal, dass uns die haarige Alte bis zum Schluss in Ruhe lässt. Ah, ich habe mal X gedrückt, ne? Da komme ich schneller durch, wenn ich da durchgehe. Keiner? Gott sei Dank, ey. Diese Wasserschlampen regen mich so auf. Wasserschlampen, ja. Das Jugendwort des Jahres. Okay. Ich mache mal uns einen Film. Ich habe wieder meine Verteidigung runtergelassen. Fetzen zum Lesen. Über den Schrei des Berges. Priesterin im schwarzen Wasser in Reliquaren erstutzen. Im wegen Schlaf weder tot noch lebendig. Durch Leben sind sie Schmerzen der anderen in einem unendlichen Kreis. Je stärker die Stütze, desto größer ist der ertragende Schmerz. Wenn der Schmerz unerträglich wird, öffnet sich die Kiste und die Stütze schmilzt in das schwarze Wasser. So wird der Schutz gegen die Quelle der Schatten geschwächt und der Berg stößt einen schmerzvollen Schrei aus. Ein Schrei der Qual der Priesterin, ein Zeichen des bevorstehenden Unheils. Jetzt wird automatisch das Tor geöffnet, ne?
dem Foto ist etwas zu erkennen. Das Tor ist offen, das Tori des Schreins am Wasser in der Ferne ist zu erkennen. Die drei Priesterinnen, die Statue der Priesterin, die über das Wasser wacht, hat sich gedreht und blickt nur nach draußen. Genau dort ist das Tor, das zum See führt. Vielleicht ist es jetzt offen. Drei Stützen. Vor langer Zeit lief das schwarze Wasser über, woraufhin sich drei starke Stützen hineinwarfen und dadurch den Hunger der Quelle der Schatten stillten. Die drei Stützen verfielen nach einiger Zeit der Dunkelheit. Sie leben nun weiter als Statuen in den Schrein der Vergänglichkeit. Nachdem die drei Stützen zusammenbrachen, nahmen fünf weitere ihren Platz ein. Der gesamte Ikami-Berg wurde zum Schutzwall, den das schwarze Wasser nicht durchbrechen konnte. Solange der Ikami-Berg existiert, wird das schwarze Wasser nie wieder überquellen. Das hört sich alles nicht geil an, ne? Aber scheinbar brauchst du die Stützen, oder die Sache ist eh schon vorbei und... Ich meine, wenigstens habe ich mehr Platz. Wow. Wie ich mich von der eigenen gleich verarschen ablassen würde. Fuck! Oh, viel halt ist aber auch nicht. Die Kamera registriert etwas. Ah, durch das Bild wird jetzt das Tor offen. Gute Kamera, man kann sie auch als Remote Control nehmen. Seite. Okay. Ich trinke mal kurz Wasser und dann geht's los. Alter, da ist ein kompletter Schrein. Oh fuck, das wird noch ein bisschen dauern, ne? Schrein am Wasser. Ist schon ziemlich eingebrochen, ne? Naja, gut, dann halt noch ein bisschen heilen. Alter. Bitte nicht noch mehr von diesen Wasserpennern. Oh Gott, wahrscheinlich schon, ne? Den Schrein eigentlich gebaut. Oder ist der versumpft?
Ist das schon der Ort? Nee, das ist bloß so ein kleines, so ein kleiner Teil, ne? Okay, viele Filmtyp 0. Kleiner Schrein. Überprüfen. Hinter dem Beschädigungszaun ist ein kleiner Schrein oder Wasseroberfläche. Schauen, geht da hinten noch irgendwas? Es geht definitiv auf den Bossfight zu. Ich meine, vier Typ 0 Fotos haben. Okay. Da kannst du jetzt nicht endlich drauf gehen. Hat dir nicht so gefallen. Aber jetzt können wir trotzdem mal schnell was schauen. Kamera Obscura, nur 98.000 Punkte. Waren das rüste Betäubungsobjektiv sprengen? Maximal Schaden von 2 auf 2,25-facher Stärke erhöht. Zwischenvernichtung, Betäubung, Vernichtung, Aufrüstung. Ach so, die hat's da. Oh, ein Spiegelstein. Mal schauen, ob es was bringt. Mal schon merken, ob wir es da nicht brauchen können. Fürchte. Was ist eigentlich Weihwasser nochmal? Das zur Reinigung komplett verwendet wird, stellt deine LP komplett wieder her. Wow, und ich nehme immer die kleinen Kräuterdinger. Oh ja. Auf zum Showdown. Zum vorletzten Showdown, sagen wir es mal so.
sind das für Dinge? Die große Taiko-Trommel, sie wurde wohl in Ritualen verwendet. Ah. So much alike. If you still want to die, I'll die with you. You may think that you have no one, but that's not true. You're not alone. I'm here with you. So please, just stay with me. Even if it's just for a while. Just a little longer. Do you remember that time? The promise we made? Please, just stay for a little while. Fuck. Hisoka! Soll ich das so machen? Ich mach mir gerade ein bisschen Sorgen. Ich muss mal kurz was schauen. Ich weiß, man soll nicht cheaten, aber ich muss jetzt trotzdem nachschauen. Okay, ich verstehe es zwar immer noch nicht ganz, aber wir müssen den Boss scheinbar über Wasser besiegen. Aber wir sind noch... Ja, wer ist der letzte Boss? Schon, glaube ich, ne? Gibt's doch nichts unter Wasser. Wow. Ach so, ich muss dann die Dinger wegfotografieren, weil sonst kann ich sie nicht mehr treffen.
Ah, jetzt halt. Auflad, auflad, auf. Okay, jetzt macht's wieder das. Fuck. Oder greif ihn nochmal. Oh, oh. Forgive me. I see. So she's... That's good, then. It's hard to explain. I'm sad that she's gone, of course. But I feel relieved. She's been missing for so long. The worst part was not knowing.
I just needed to know what happened to her, no matter what. Thank you. Don't. It's all right. I finally found you. Everything's going to be okay. Oh, Gott sei Dank, ey. Thank you so much. I'm so sorry. Come on, Hisoka. Let's go home. Together. We've spent enough time in this place. Oh oh. Ja, wir konnten sie retten. Da war irgendwas mit Unterwasser, also man musste scheinbar berühren, war das Ziel. Das waren ja meine Dinge nicht gestanden, komischerweise. Wahrscheinlich hat der Typ, der wo das durchgespielt hat, oder der, wo diese Story aufgeschrieben hat, wahrscheinlich nicht gewusst, wie es genau gemacht hat. Vermutlich. Zu Ende? Ja. It's nice and warm. It's such a little thing, but I've never really noticed just how much of a difference a little warmth can make. I wanted to jump, but now... Can I please stay here? Just for a while. This is just what I need. Right now. It's nice and warm. Sei Dank. Yuri betrat das Boot der Überfahrt und wurde zum Schrein am Wasser gebracht, dem letzten Ort für Priesterinnen, bevor sie zur Stütze wurden. Yuri fand die Soge im Inneren des Schreins und brachte sie sicher wieder zurück in den Antiquitätenladen. Die Beziehung zwischen den beiden wurde dadurch noch weiter gestärkt. Ah. Tse. Aber auch 55 Minuten, fast eine Stunde.